Oh, hallo Leute, hallo, hallo, hallo. Okay. Ich muss gerade erst alles einschalten. Wieso habe ich so ein Kind? Habe ich das auch im Screen? Habe ich auch im Stream dieses Knacken? Habe ich das nicht. Wieso auch immer. Ich weiß es nicht. So, hat er jetzt da alles übernommen? Da hat er dann. Okay. Geht gleich auch los. Ich muss nur alles einstellen. Und ich esse noch nebenbei Pizza, Leute. Ich gerade erst nach Hause gekommen bin, habe ich mich schon so lange auf das Spiel freue, habe ich gedacht. Direkt nach der Arbeit legen wir los. So, erstmal eine Pause. Das dahin, bitte. So, nein, das bitte nicht. Nein. Oh. Irgendwie hat Instagram seit neuestem ein neues Update. Ich komme damit nicht mehr klar. Bitte, Katzen, benehmt euch jetzt. Okay. Okay. Das habe ich. Das kann ich zumachen. Hat er das nicht gespeichert? Okay, jetzt kann ich das zumachen. Also ich hatte erst überlegt, ob ich schon was anzocke und es dann später mache. Und hallo Wolfi, willkommen! Dass ich anzocke erstmal für mich und dann, dass ich das streame heute Abend. Aber ich habe gedacht, so, weißt du was, wenn ich jetzt spiele, kann ich auch direkt live gehen. Und ist ja auch blöd, wenn man die Hälfte nicht mitbekommt. Ja, genau so machen wir das. So, wir wechseln die Szene. Heute sogar mit Cam. Ja, hat geklappt, super. Ich hoffe, die ist nicht zu groß. Wenn die zu groß ist, müsst ihr das Bescheid sagen. Na, ich glaube, die ist gut so. Ich glaube, die ist gut. Okay, Leute. Cyberpunk. Ist seit heute draußen. Manche hatten es schon gestern. Ich hätte es auch gerne gehabt. Muss ich sagen. Aber ja, ist egal. Heute kann ich wenigstens in Ruhe zocken. Gestern hat das nicht so ganz geklappt. Und ich glaube, wir werden es im Stream nur anzocken, nicht durchzocken, weil das ein riesiges Spiel wird. Und das wird sonst blöd. Und hallo, Schnuffi! Also ich habe Pizza neben mir stehen. Ich werde die nebenbei essen, weil ich gerade erst zu Hause gekommen bin. Ich glaube, ich habe alles vorbereitet. Also Cyberpunk ist auch ein Spiel, wo man sehr viel nackte Haut sieht. Ich weiß nicht genau, wie ich das gleich beim Charakter erstellen mache. Ob ich euch wegschalte, dass ihr nichts seht oder nicht. Aber eigentlich, wir sind alle erwachsen. Wir sind alle erwachsen. Komm, ich drücke mal Start. Okay. Kann ich das vielleicht direkt einstellen? Man kann nämlich einen Streamer-Modus einstellen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht wo. Spielanalyse, bla bla bla. Es ist halt doch die PlayStation 4-Version, obwohl ich auf der PlayStation 5 spiele. Aber ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Okay, ich finde es jetzt nicht. Okay, ist nicht schlimm. Komm, neues Spiel. Ich werde auf einfach spielen.
Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir auch, meine Liebe. Also, man kann aus drei Fraktionen wählen: Nomade, Streetkind oder Konzerma. Ja. Es ist am Anfang wohl die ersten 30 Minuten circa. Ist das ein Unterschied von der Anfangs her? Aber sonst ist das wohl eigentlich nicht so viel der Unterschied zwischen den ganzen. Zwar halt bei manchen Sachen tun halt die Optionen mit, wenn man jetzt mit Nomaden redet, wenn man Nomade ist, ist das halt besser als jetzt, wenn man Straßenkind ist oder sowas. Ich weiß nur noch nicht, welche wir nehmen. Mir geht's auch gut. Das ist schön. Kann es nicht zocken. Ich habe es vorbestellt und es wurde verschoben. Und dann stand, dass ich wieder 70 Euro zahlen müsste. Was? Okay. Erstmal hi. Komisch. Also, es wurde ja verschoben zweimal. Ich hatte dann halt beim zweiten Mal eine E-Mail, also von der PlayStation halt so eine Mitteilung bekommen, ich könnte es stornieren. Ne? Habe ich aber nicht, weil ich dachte, okay, macht jetzt auch nichts, ne? Wenn das jetzt nochmal verschoben wird oder so, dann ist es halt so. Ja, aber das ist ja doof. Ja, du kannst ja gerne zugucken. Aber manche Leute wollen sich ja nicht spoilern lassen, deswegen schauen wir einfach mal. Also ich hatte gestern zu Basti gesagt, wir machen Nomade. Aber ich würde auch hier Street Kid toll finden. Das andere habe ich gestern bei Rocket Beans, haben wir ein bisschen geguckt. Die haben den genommen. Und das würde ich ungern nehmen. Ich weiß, dass Gronkh halt Street Kid genommen hat. Weil dann könnte ich halt da den Storyverlauf gucken, wie das dann ist, wenn man das nimmt. Deswegen würde ich eigentlich Nomade nehmen wollen. Du bist durch die Badlands gezogen und hat Schrottplätze und Treibstoff. Depots geplündert. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheit. Okay, komm, wir nehmen Nomade. Komm. Ja, habe ich auch bekommen. Bloß im Store steht wieder 70 Euro. Okay. Bist du angemeldet? Hast du mal geguckt, vielleicht bist du nicht angemeldet oder so, dass die deswegen sagen, okay, du sollst nochmal 70 Tacken zahlen. Sonst würde ich mal den Support anschreiben. Okay. Die Charaktererstellung. Wie gesagt, wir sehen gleich nackte Haut. Das werden wir einfach ignorieren. Ich bin Wie. Und wir werden eine Frau spielen. Also man kann auch hier, ne? Ja, man kann auch hier drauf gehen. Also ich werde so spielen, wie ich es privat auch spielen würde. Die Hautfarbe. Frisur. Kann ich nicht. Kann ich mich nicht drehen? Doch, ach doch, kann ich wohl. Und frag mich nicht, was das gerade war. Ah nein, das wollte ich nicht. Hä, wo ist jetzt Hauttyp? Ach so, Hauttyp habe ich noch gar nicht gewählt. Ich glaube, ich würde gerne sowas Dreckiges nehmen, weil wir Nomade sind. Hab jetzt Play Support angeschrieben, die sollen mir das Geld wiedergeben. Ja, oder das Spiel halt, ne? Das ist blöd. Das ist ja mega doof. Entweder ist da irgendwie ein Fehler gelaufen, ne? Dass sie sagen, ja okay, aber du hast auch nicht auf Stornieren gedrückt oder sowas, ne? Dass sie sagen, okay, das storniert. Also die PlayStation 5 Version wird wohl später nachgereicht. Okay, ich will doch nicht die dreckige Hautfarbe haben. Ich will das saubere haben. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Oder? Das könnte meine Mähne sein, wirklich. Wenn ich die glättet hätte. Und hallo Nikio! Nein, habe ich nicht. Okay. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich glaube, dass. Also Nummer 5. Wir müssen uns die Nummer 5 merken. Ich glaube, wir nehmen die 5. Das sieht aber auch. Das sieht irgendwie voll süß aus. Das sieht süß aus. Ich glaube, wir bleiben bei der 5. Ist der Ton und so alles in Ordnung? Weil, Oh, das sieht auch cool aus, das da.
Weil ich hatte irgendwie so Knacken eben drin. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Aber jetzt höre ich es auch selber nicht mehr. Komm, wir nehmen die 5. Wie viel gibt es denn überhaupt hier? Okay, 5. 5, 5, 5. Weil das passt eher zu meinen Haaren. Das könnten das Game gerne behalten, sollen die das Geld geben. Ja, passt alles, okay. Ja, dann würde ich an deiner Stelle das irgendwo anders holen. Dann einfach bei Amazon oder sowas als Disc-Version kaufen. Ist zwar blöd, aber ja. Okay, Haarfarbe. Ich will eindeutig eine andere Haarfarbe haben. Aber ich hätte gerne Pink. Oh, das sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Ich habe auch im Moment so ein bisschen rötlich in den Haaren drin. Würde ja sogar passen, ne? Na, das würde eher zu meinen Haaren passen. Aber ich finde das auch viel cooler. Okay, ich will das haben. Ich wünschte, ich hätte so viel Mut, um mir die Haare so zu färben. Ich weiß halt nicht, ob man sich nachher die umfärben kann. Okay, ich nehme das. Ich nehme das jetzt. Augen. Das wird jetzt etwas dauern hier. Mal ein Game rechtzeitig mir geben können, dann brauche ich das jetzt auch nicht mehr. Ja, aber da kann das Game ja nichts für, ne? Das ist ja eher dann halt vom PlayStation, das, was die da Mist gebaut haben, ne? Oh, wir können uns so durch Augen können wir auch machen. Ist auch cool. Also ich will, glaube ich, normale Augen haben. Obwohl, das sieht schon cool aus. Sollen wir die Augen nehmen? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich überlege, sollen wir das machen? Ich finde das finde ich extra cool. Ja, komm, wir nehmen das. Augenbrauen. Okay, die 7 haben wir jetzt. Die finde ich eigentlich ganz schön. Wir können auch keine haben. Ja, wir lassen die 7. Ich hätte gerne so einen braunen. Ja, das da. Wie sieht ein schwarz aus? Ne, wir nehmen braun. Nein, das ist grau. Braun. Nase, wir haben jetzt die 4. Also man kann das wohl nicht so. Also es gibt halt nur bestimmte Anzahl an Sachen, die man einstellen kann. Ich glaube, die Nase, die wir hatten, war auch schon die schönste. Wie viel gibt es? Okay. Die finde ich ganz süß. Mund. Oh nee, komm, lass mir den. Ich bin mal mit den Augen nicht sicher, Leute, ob wir die Augen anders machen sollen. Kiefer, Ohren sind wir sowieso nicht. Cyberware an und aus. Ich weiß nicht, wie ich das anmachen kann. Gesicht, Narben. Ah, okay. Da war ich. Ne? Ich war da. Das sieht aus. Sieht man das im Stream? Diese kleinen Pocken? Ich will auf jeden Fall eine Narbe haben. Das sieht immer aus, als ob wir cool sind. Also ob... Mein hat ja lila oder weiße Haare. Hast du auch Cyberpunk, Nikio? Ich finde einfach gerade das lila cool. Ich will eigentlich im Gesicht keine Tattoos haben. Piercings? Ich glaube, das an der Nase reicht mir eigentlich schon. Ich sehe keine Piercings. Nee, ein zurück, bitte. Die Farbe finde ich auch in Ordnung. Zunge? Ah, Zähne. Ich habe gerade Zunge gelesen. Nein, ich will ganz normale Zähne haben. Bitte ganz normale. Make-up-Augen. Okay, ich will normale Augen haben. Nö, aber vielleicht besorge ich es mir. Ja!
Ich bin gespannt, wie es ist. Wir haben zwar gestern ein bisschen angeguckt. Wartet, ich brauche andere Augen. Die Augen gefallen mir nicht. Nein! Augenfarbe, Entschuldigung. Ich will ganz normale Augen haben. Ja, ich will wirklich das. Das sieht ja zwar cool aus mit dem Schwarz, aber ich weiß, das gibt mir nachher auf den Sack. Ah ne, das ist die Farbe, ne? So. Ich weiß nicht, ich lasse immer meinen Charakter eigentlich immer normal aussehen. Wahrscheinlich voll langweilig, aber... Ich weiß nicht, ich finde das immer sehr schräg, wenn das... Das finde ich schön. Komisch ist. Ja. Lippen. Oh, wir können Lippen. Okay, schwarz finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir auch. Obwohl, das hier nicht auch schön. Wir machen das hier. Oder machen wir schwarz. Ne, wir machen schwarz, dann haben wir ein Konstrukt drin. Basti wünscht sich jetzt auch, der hat sich ja erst Luigi Mansion gewünscht. Und gestern so, hast du das schon gekauft? Ich so, nein. Ich will doch Cyberpunk zu Weihnachten. Ja. Hm. Ne, jetzt kriegst du jetzt Cyberpunk zu Weihnachten. Hm, Wimpern. Farben? Okay. Keine Ahnung. Hm. Schönheitsfehler? Achso, das sind die Flecken. Hm. Fingernägel. Okay. Ich hätte gerne... Hm. Ich finde die bunten cool. Nimm die bunten. Das lassen wir. Tattoo-Körper. Hm. Ich habe gesagt, es gibt viel nackte Haut hier. Was ist das hier? Ach so. Oh. Nein. Okay. Mhm. Hä? Wartet mal. Okay. Ah, okay. Wir können jetzt die Schambehaarung machen und sowas. Okay. Machen wir mal weiter. Okay, wir können unsere Punkte verteilen. Ich weiß noch nicht, wie ich spiele. Auf jeden Fall werde ich nicht schleichen. Hm. Gesundheitsausdauerschaden mit Fäusten. Okay. Das würde unser Körperkraft geben. Intelligenz. Okay. Ich glaube, wir werden das so machen, dass wir es ausgeglichen haben. Machen wir mal Intelligenz auch auf 5. Und da geben wir jemals 1. Auerkatze, das tat weh. Hm. Da gucke ich wieder auf den Bildschirm und dann sehe ich das. Ja. Es tut mir leid, Nikio. Es tut mir leid. Du kannst da sehr komische Sachen einstellen. Das wollte ich jetzt für den Stream nicht unbedingt zeigen. Ja. Achso. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Okay. Mhm. Willkommen in Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City verfolgt das Tutorial aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Dann machen wir das, würde ich sagen. Hab ich wohl gehört. Ja, zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was eine Nomadin... Ihr spielt zu laut oder zu leise, müsst ihr mir auch sagen. Hm. Also man merkt noch von der Grafik her, dass es eigentlich für die PlayStation 4 ist, muss ich sagen. Oh, was liegt da? Will ich haben. Nimm mit! Ich nehme einfach alles mit. Achso, das sind Nachrichten, die wir lesen können. Hm, kriegst du das jüngste Konflikt? Das ist Nordamerika, der blablab.
Okay, für die Leute, die das lesen wollen, können ja Pause machen. Ich werde das nicht laut vorlesen. Ich lese Rechtschreibschwäche, weil ich habe keine Lust, wieder hier zu diskutieren. Nehmen. Ich weiß nicht, was das war. Wir nehmen einfach alles mit. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob man hier klaut. Egal. Was ist das? Benutzen. Oh, hier sind noch mehr Sachen. Sie haben gewonnen! Herzlichen Glückwunsch. Beste Grüße, Nutzer. Dank Ihrer dauerhaften Nutzung von irgendwas Produkten haben Sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und wurden für einen Preis ausgewählt. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf die E-Mail, um Ihren Preis zu erhalten. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit irgendwas dürften. Innerhalb 10 Minuten. Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr 10 Minuten keine E-Mail beantwortet, kriegt ihr den Preis nicht. Warnung, sie wurden angegriffen. Achtung! Malware, das ist irgendwas Computerzeugmäßiges, das weiß ich, entdeckt. Ihr Computer wurde von 3 Personen, System hat verfolgt, entdeckt, okay. Ich glaube eher, das war eine Spam-Mail, oder? Die davor. Achtung, okay. Kaufen Sie 2 Tickets und erhalten Sie das 3. gratis dazu. Tausende von Preisen sind noch verfügbar. Okay. Was ist das hier? Lagerbestand. Okay. Da wissen wir, was wir im Lager haben und... Okay, wir können das nicht anklicken. Doch, wir können das wohl anklicken. Okay, das werde ich jetzt nicht durchlesen heute. Das ist eindeutig nicht. Wir gucken uns erstmal um. Obwohl der Verbrecher, der unter dem Namen Peter Pan bekannt ist, den Schuss... Was, Peter Pan? ...hat er das Bewusstsein noch nicht wieder erlangt, was eine Befragung... Okay. Ich weiß, wir müssen mit dem Typen reden. Ich habe Angst vor das Autofahren. Ich kann nämlich im Videospiel kein Auto fahren. Okay, im Essen leben kann ich es auch nicht, aber das ist eine andere Sache. Aber wir können... Ich zahle dir, was abgemacht war. Oh. Ich zahle dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leihe ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Und hallo, willkommen. Ich hatte da eine Warnung von Faye. Okay. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Okay, wir gucken uns erstmal den Motor an. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Danke. Ja, ich bin eigentlich gerade erst nach Hause gekommen, habe mir schnell eine Pizza warm gemacht, alles eingerichtet, damit wir sofort loslegen können. Hey, ich überlege. Hab nicht ewig Zeit. Was ich muss ich denn hier gucken? Überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Umgehe die Kupplung? Ich umgehe die Kupplung und improvisierenden Hitzdraht. Auf den Kompressor immer weiter. Ja! Irgendwie, ich habe gestern schon bei Rocket Beans war das gesehen, die haben den Konzern genommen und Gronkh hatte Speed Kit. Heißt das Speed Kit? Ich glaube ja, irgendwie sowas genommen. Und weil ich mir das Let's Play angucken werde, habe ich gedacht, okay, die Nomade, dann siehst du noch den anderen Weg. Ja. Ach, guck mal, egal. Hat irgendwer die Null gewählt? Ist das unser Auto? Das ist cool. Okay. Was wir gegen die Wand fahren. Passiert? Motor starten. Ich hab's dir gesagt. Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lange genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich suche Jackie Wells. Machbar, machbar. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig? Ah, okay. Hattest du das gestern auch schon? Mann, ich hab's mir... Ich hatte es erst gedacht, okay, bin ich das bei Amazon. Aber ich hab bei Amazon nie Glück, dass ich den Tag früher hab. Ich sag's doch. Hab ich mir doch digital machbar gekauft. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht.
Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Nee, auf der Playstation. Auf der 5 sogar. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Du bist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, sie hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Hallo! Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Mein Fehler, ich war nur auf der Durchreise. Ich sag mein Fehler, wir sind nett, oder? Mein Fehler. Hatte nicht vor anzuhalten, aber mir hat die Kupplung versagt. Ja, hinter allen Fehlern steckt Versagen. Ja, aber jedes neue Spiel hat ja... Mein Name ist Andrew Jones. Du hast sicher schon von mir gehört. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shoka. Sagen dir die was? Leider nein. Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Eigentlich nicht, ich will eigentlich nur fahren. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ja, wobei ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von alleine lässt. Also nochmal, wo ist dein Clan? Ich bin alleine hier. Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kauf ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Mein netter Typ. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Eine Ausgestoßene unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder. Hatte gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Ich mach mal kurz die Kamera so lange aus. Hey, ich rede mit dir. Sei nett zu mir. Ich hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Ich schreibe Basti gerade, er soll mich Schoko mitbringen. Ich habe voll Lust auf Schoko. Lade. Wir kommen zurück. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht, weil ich Pizza hier esse. Und was ist? Denkst du, die Pizza... Plötzlich schüchtern. Nur kein Ärger. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Ich? Hab nichts gesagt. Oh Gott. Ich hasse Autofahren. Nee, auf der PlayStation 5. Also es ist natürlich die PlayStation 4 Version. Die 4.5 kommt ja erst nächstes Jahr nachgepatcht. Ja. Was schreibt der? Mach ich. Gegessen hast du schon. Ich esse gerade Pizza. Ist auch saufährig. Aber die sind auch nicht gerade nett hier. Kann ich nicht aussteigen? Doch, ich kann aussteigen. Soll ich hier aussteigen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, um ehrlich zu sein. Ich will nicht direkt einen auf die Fresse bekommen. Das klärt. Ach, du hast die PlayStation 5. Dankeschön. Danke. Ja, ich hatte noch das Glück, direkt an, wo das angekündigt worden ist, eine bestellen zu können. Es tut mir leid, ich muss mich hier erstmal umgucken, ja? Also, kann ich nicht. Okay, ich kann doch sprinten. Waffen hatte ich. Was ist das? Das ist eine Art Lauge oder was?
Ach, also komm ich gleich, was ich mag. Ja, du kannst machen, was du machst. So. Oh. Denk mal, ein Totenkopf heißt, ich soll mich nicht mit dem anlegen. Gehe ich mal einfach davon aus. Dann machen wir das mal nicht. Ist da einer oder wieso fliegen hier Müllsäcke? Okay, ich glaube, ich muss die Katzen gleich raustun. Wir fahren gleich auch weiter. Ich muss nur mal kurz hier ein bisschen checken, wie es aussieht. Wir können natürlich auch später bestimmt wieder dahin. Aber wer weiß. Hallo. Also ein bisschen von der Grafik her ist das wie Fallout 4, oder? Die sind zumindest stärker als du, ja. Also von der Grafik her so ein bisschen, oder? Ah, ich muss das gedrückt halten, um zu rennen, okay. Oh, guck mal. Wieso hast du denn Angst? Hätte ich auch von mir. Mach doch in Ruhe. Jeder mag, das ist ja auch so toll. Ja, eben. Und ich finde es auch doof, wenn wir durchlaufen würden, ne? Ich muss mal ganz kurz die Katzen raus tun, Leute. Sonst, geh raus. Besser als Fallout, aber ähnlich vom Setting. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich finde es auch schade, wenn Leute wirklich einfach nur durchrennen. Die haben zwar schon gesagt, dass die Hauptstory nur was so von 25 Stunden hat, aber man soll ja die Nebenquests machen. Kann ich was kaufen? Nein, kann ich nicht. Vorwärts springen und wieder zurück. Wegen das Ende. Bam, 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 Deckung halten, hinter ausweichen, runter. Ich habe gerade gedacht, der hätte mich geboxt. Kann ich da rein? Verschlossen. Okay. Ich würde am liebsten einfach in die Wüste reinlaufen. Ich kenne das mit den Tieren. Oh ja. Das, jedes Mal, aber erst wenn man anfängt zu streamen, dann. Sonst vorher nicht. Wir können mit dem können wir uns? Kann ich das mitnehmen? Okay. Ich weiß halt nicht, wenn ich das nehme, ob das Diebstahl ist. Aber ich kann es nicht mehr nehmen. Okay, schade. Ja, bei mir war die Hauptstory irgendwie buggy. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Oh nein! Ups! Aber das ist halt normal, ne? So, wenn so ein Spiel gerade erst rauskommt, ne, da ist es halt. Und ich glaube, hätten die das nochmal verschoben, hätten die Leute das wahrscheinlich storniert und alles. Auch wenn ich es eigentlich immer besser finde, sollten sie lieber es 10-mal verschieben, dann kommt es wenigstens vernünftig raus. Als, ja, ein halbfertiges Spiel. Ich klaue einen für alles, egal wo ich da. Ja, ich will keinen Ärger am Anfang haben. Ich weiß noch nicht mal, ob ich Waffen habe. Also, ich kann bis jetzt... Kann ich im Inventar gucken? Ah, okay, das ist mein Inventar. Ich glaube, ich habe keine Waffen, oder? Sind das Waffen von mir? Ich weiß es nicht. Ich will noch nicht am Anfang die Leute verärgern. Ja, die Leute werden durchgedreht, ja. Und sowas von. Also, es ist zwar eine Shortkiste, das Auto, aber das sieht echt cool aus. Achso, ich war in der Herstellung. Ach ja, steht auch da. Ich bin... Ach doch, ich habe wohl eine Waffe. Okay. Oh, die sind neu. Achso, das sind aber die gleichen. Ja, das sind die gleichen, okay. 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 Oh. Ah, okay. Okay. Aber es sah aber nicht aus wie eine Pistole. Das sah... Ich weiß nicht.
Ist das eine Pistole? Sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus, die Waffe. Ich weiß nicht wieso. Also ich bin total schlecht in Videogames Auto zu fahren. Wie man merkt. Ja, fahr doch nicht so, als ob ich besoffen wäre. Ich habe eine Pistole, du glaube ich. Ein Revolver. Ah, okay. Wahrscheinlich kommt es auch drauf an, welchen Fahrt man nimmt, ne? Eintreten. Das gefällt mir. Hallo? Mhm. Okay, wir gucken uns einfach um. Ich wollte es einfach in den Stream nur anzocken, weil ich wollte halt einfach den Stream nicht aus wieder fallen lassen. Verschlossen. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, ich spiele Cyberpunk im Stream. Heute und ja. Okay. Ich laufe mal da rum. Vielleicht finden wir irgendwas. Ich musste mit Tastatur fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe bis jetzt mit Tastatur und Maus nur Kingdom Come Deliverance gespielt, weil das mit Controller eindeutig nicht machbar war. Oh, wir haben Fallschaden. ja. Und das war für mich schon die Hölle. Weil ich einfach nicht mit Maus und Tastatur gewöhnt bin. So, geh mal zum Funkturm. Okay, das sieht... Ehrlich, das Setting sieht irgendwie voll laut aus. Da müssen wir hoch, aber Lila, könnt hier was liegen? Nein, da liegt nichts. Schade. Mit Controller ist hart. Ja, ja, ich hatte es damals für die PlayStation gekauft. Das war mein erstes Spiel, was ich von der PlayStation zurückgegeben habe. Weil das einfach nicht ging mit dem Schlösserknacken und so, ne? Und dann habe ich es mir bei GOG dann für PC gekauft und habe das dann wirklich mit Maus und Tastatur gespielt. Oh Gott. Und dann für einen Anfänger, der eigentlich sonst immer nur Controller benutzt, ne? War das einfach die Hölle. Also für mich war das einfach die Hölle. Ich mach's ausnahmsweise nur live, ja. Also, das Problem ist halt immer bei Story-Spielen. Das habe ich damals bei so Outer Worlds gemerkt. Man kann sich nicht auf die entweder konzentriert man sich auf das Spiel, dann ignoriert man den Chat oder halt andersrum. Und deswegen... Das hat das Spiel nicht verdient. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ach so. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich... Ja, das finde ich machbar. Das ist wirklich machbar. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation, kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist liegen. Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Okay.
Die mögen uns nicht mehr, weil wir gegangen sind. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Leiter benutzen. Ah, wie geil. Was? Ich bin tot. Fängt doch gut an. Oh Mann. Ich hab gedacht, mein erster Tod wäre irgendwie nicht so dumm. Wieso hat die denn die Leiter nicht benutzt, die da ist? Achso, weil ich hier anklicken muss. Okay. Wie geil. Erstmal runter. Oh, unsere Waffe wird da unten angezeigt. Das heißt wohl, dass wir gleich schießen dürfen. Das Problem ist auch immer, für mich kann ich sowas super spielen. Also, weil ich live bin, geht das gar nicht mehr. Dann treffe ich nicht mehr und ja. Ist so ein typischer Tod. Naja, jetzt weiß ich wenigstens was, wie es aussieht, wenn man stirbt. Ne? Einmal drehen. Ich hoffe, das Auto kann nicht kaputt gehen. Wieso steht die auch mitten auf der Straße, ne? Ja, wie gesagt, ich. Deswegen habe ich nie GTA gespielt oder so, weil ich im Autofahren nicht gut bin. Ja. Okay. Kann man jetzt eigentlich auch einfach so in die Wüste reinfahren mit dem Auto? Wahrscheinlich keine gute Idee, aber könnte man wahrscheinlich, oder? Und ich weiß, ich würde noch sehr viel mit dem Auto gefahren, oder? Ich kann sowas. Ich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin noch dabei, bei The Way. Ich telefoniere gar. Alles gut, alles gut. Willkommen, Fabio. Willkommen. Alles gut, Nico. Ich habe heute Morgen noch gesagt, ich glaube nicht, dass viele zugucken, weil die meisten es selber spielen. Oder halt bei den Großen zu gucken. Weil die haben das ja gestern schon alle gestreamt. Kehre zu deinem Fahrzeug zurück? Bin ich doch. Hä? Und jetzt? Achso, ich... Ehrlich? Die 2 Meter? Ich weiß es nicht. Ich habe vor einer halben Stunde circa angefangen. Ich habe ein bisschen länger, weil ich mich immer umgucke. Aber was ich bis jetzt gesehen habe bei anderen, gefällt mir das Spiel. Ja. Das ist halt auch immer schwer zu sagen, ne? Also, wenn einem das selber gefällt, heißt das nicht, dass ein anderes auch gefällt. Oh, kann ich das aufmachen? Nein, kann ich nicht. Schade. Du kannst die Schlösser geparkter Autos umgehen. Und deine Technik. So kann ich nicht lesen. Ah, okay, aber wir haben nur 4 von 20. Achso, okay. Wir müssen Schlösser knacken. Lernen. Ich finde es nice. Ja. Also, ich hoffe, dass es auch cool ist, weil. Wie lange warten wir schon auf Cyberpunk, Leute? Zu lange, oder? Hallo, ich gucke mir immer ihre Bude an, ob sie was... Oh, guck mal. Ich hoffe, du bist meine. Nehmen. Nehmen. Oh, da unten ist auch noch was. Kann ich mich auch bücken? Ja, kann ich auch. Nehmen. Also, es steht halt nicht stehlen. Also, darf man das mitnehmen, oder? Nein, ich will das nehmen. Das da. Ich will nicht mit Jackie reden. Das nehmen. Es tut mir leid, ich beklaue sie erstmal. Ich will das erst. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin Vi. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Der hat eine Waffe noch. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien? Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Chica. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann.
Na dann fang du zuerst an. Gebürtiger Enzier. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in Enzier. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Fracht. Was ist da drin? Was ist da drin? Sag uns bestimmt nicht, oder? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Können wir da reingucken? Ich hoffe. Laden wir sie ins Auto. Cool. A huevo. Ich weiß, wenn man für einen Konzern spielt, dass man den schon länger kennt, ne? Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Oh, da liegt auch noch was. Sollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hund. Ah, das war Geld? Ja. Okay. Wir haben Geld. Ich weiß nicht, ob das jetzt das war, was ich gefunden habe, ob das Geld war oder ob das wegen der Quest war. Okay, Kofferraum zu offen. Verdammtes Schwergewicht. Also, oh Gott, ich muss fahren. Weiß nicht, okay. Ich habe auch irgendwie Karten gefunden. Das falsche Taste. Ich muss mir das gleich mal in Ruhe angucken, was wir im Inventar da haben. Was steht da? Oh, ja, hast du ich das esse Pizza nicht vom Transport? Logisch. Nein! Ich hätte keine Infos zum Job gegeben. So, jetzt hat wieder. Er. Wollte nur sicher gehen. Herr Machu, wir sind beide Profis, oder? Sind wir auf der richtigen Route? Weiß ich nicht. Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum ja, hast du Angst? Ja. Ich? Por favor. Naja, vielleicht... Ist die englische Synchro denn besser? Ich bin wirklich froh, dass wir auf Deutsch gemacht haben. Nicht nur Text. Was machen wir jetzt? Das finde ich immer nervig, wenn man irgendwas macht und dann steht da unten Text auf Deutsch. Okay. Ich übernehme das Reden. Ich esse gerade Pizza, Nikio. Mehr nicht. Geht. Ah, okay. Geht. Okay, ich muss hier nett durchfahren, oder? Nicht weiter. Oh Gott. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich. Fange ich neu an. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Okay. Oh, das Hündchen ist so süß. Ich hoffe. Beruhig dich. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist. Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nehm. Lass mal sehen. Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Oh oh. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? So läuft das halt. Entspann dich. Oh Gott, das gehört dazu. Voll aufregend. Alles Teil des Plans. Ich hab, okay, Müsli, du weißt, was du tust. Bratkartoffel. Klar. Oh mein Gott, ich will auch Bratkartoffel. Wenn wir wollen, dass dein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh,
Ach ja, fast vergessen. Oh, Geld. Geld nehme ich dir immer gerne. Klar. Vergessen, ha? Huh? Also ich finde das Auto mega cool, muss ich sagen. Kann man das irgendwie aufpimpen? Wir uns schnell verpissen müssen. Hallo. Mach das. Achso, ich muss da vorne hin. Okay, dann gehen wir da vorne hin. Wir haben gar nichts getan. Wir sind unschuldig. Was passiert, wenn ich jetzt einfach weglaufe? Ich lasse es mal lieber. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Wieso? Ich will meine behalten. Das war ein cooler Revolver, ne? Ich will Zimmer 2 melden. Okay. Oh, kann ich mit denen reden? Hey, du. Aha, der hat mich verschluckt. Zimmer 2. Ja, lass mich das mal gucken. Guck mal, der Pommes, Nikio. Hey, wie läuft's? Kann ich da rein? Nein. Da rein, nein. Ich muss da vorne rein. Hallo. Setz dich. Ich will nicht. Papiere. Also Cyberpunk ist. Wie soll man das beschreiben? Ja, guck einfach. Guck einfach. Ist das Beste. Ist Papiere. Das Routine? Ich kenne den Ablauf. Ja. Ich sag einfach, ich kenne den Ablauf. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Stimmt was nicht? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Okay, wir geben das hier weg. Gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenklang gehörst du nochmal? Stimmt ja, die ist ja ausgetreten, ne? Also die gehört ja eigentlich keinen mehr an. Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig. Und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Das war ja einfach. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt hier irgendwie was machen. Oh, wir hatten so viel Geld. Habt ihr das gesehen? Bitte meine Waffe. Hallo. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Diese kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Was erwartest du? Jung und naiv. Jetzt randalieren die an der Tür. Wartet mal. Einen Moment. Bin sofort da. Ich hab sie noch mal reingelassen. Mal gucken, wie lange das jetzt gut geht. Mal gucken. So, fortfahren. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Es ist schon dunkel geworden. So lange war ich aber nicht da drin. Passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Fährt der jetzt? Der fährt mein Auto. Finde ich nicht in Ordnung. Jetzt, was da drin passiert ist? Ein Zollwächser wurde etwas pingelig. Und das ist nicht normal? Nicht in diesem Ausmaß. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie, fahr einfach. Da kommt doch jetzt noch was, oder? Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sag ich doch. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Mit dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole! Das war so klar! Kann ich irgendwas machen? Nee, ne?
Ah, okay. Oh, Fahrzeugkämpfe. Waffe ziehen. Mhm. Okay, wir können uns aus dem Fenster lehnen und schießen. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Na, wo bist du da? Einmal. Boah, der hat was fallen lassen. Das würde ich aufgeben. Alter, fahr mal ruhiger. Was? Oh, ich hab einen Kopfschuss gemacht. Das ist gut. Kann ich das durch das Glas schießen? Ah, ich kann das Auto auch beschießen. Ich bin gerade tot, hab ich gedacht. Die ganze Zeit hier mache. Immer am Meckern. Dann halt das Auto doch ruhig. Ha. Danke. Das war wirklich knapp. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Aber laut, oder? Statt, als der Ton von den Leuten. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheißdreck. Pinches hijos de su chingada madre! Voll aggro. Wir haben uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Was meckert der uns an? Beruhig dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Frucht haben. Aber bitte nicht im echten Leben, Mio. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich was? Also gerade nicht bezahlen. Finde ich in Ordnung. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Das stimmt. Ich schätze die Ehrlichkeit. Aber ich hätte gerne mein Geld. Und? Was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Ich muss ganz noch was trinken. So, wartet. Okay, was ist da drin? Sesam, öffne dich. Glaub nicht, dass der Empfänger sich freut, wenn das Paket geöffnet ist. Bringt normalerweise Ärger. Scheiß auf den Empfänger. Manchmal muss man für sich selbst arbeiten. Okay, was glaubst du, was da drin ist? Und Mittelmann. Und ich muss wissen, was ich anzubieten habe, wenn ich einen neuen Käufer finden will. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Da ist ein Fisch drin. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, so, nee. Glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Ist weit gereist, mein schuppiger Freund. Lebt der noch? Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partnerin, halbe halbe.
Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Nee, ich hab keine nicht. Pläne. Keine Ahnung. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Oh, die warten sicher schon auf dich, hm? Nein. Wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, ich brauche keine Hilfe. Doch, wir brauchen Hilfe, danke, eindeutig. Das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Ich kenne mich. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partnerin. Hey! Oh! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Ah, das meinst du doch nicht wirklich, Chica. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Wir konnten aber nicht wirklich was auswählen, dass wir sagen, okay, das möchten wir nicht, dass wir Partner sind oder so. Weiß auch nicht, vielleicht hätte man da ja irgendwie was machen können. Ich weiß nicht. Ach ja. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Okay. Okay, ich glaube, jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos. Sechs Monate später. Okay. Augen und Ohren auf, okay? Ja, fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Militec Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Oh, müssen wir das machen? Überspringen. Achso, wir können auch Tutorial überspringen, soll ich überspringen. Bis dann und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dir noch einen schönen Nachmittag. Ich sag einfach mal überspringen. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja, ja. Mañana, mañana. Ziehen wir es durch. Okay. Ich will unbedingt jetzt richtig hier loslegen, Leute. So, ich wollte aber im Inventar gucken. Und zwar... Das ist unsere Waffe, ne? Das ist noch eine andere. Mann, ich will meinen Revolver wieder. Wir haben eben aber andere Schuhe gefunden. Aber die können wir noch nicht ausrüsten. Aussehen, abschrecken. Okay, wir brauchen Level 2 dafür. Okay. Okay, dann halt nicht. Was haben wir denn dann noch? Okay, man kann Sachen herstellen. Aber dafür haben wir eindeutig nicht genug Sachen. Ist aber auch nicht schlimm. Charakter, das ist das. Karte. Oh, ich liebe Karten. Ui, okay, die ist groß. Okay. Und wenn man näher rangeht, sieht man immer noch klein. Okay, das wird noch lustig, Leute.
Bitte, gerne, gerne. Aber ich würde ja gerne wissen, Rucksack. Ah, okay, das ist das, was wir eben alles gefunden hatten, ne? Wir hatten auch irgendwie Karten. Ich weiß nicht genau, was das war. Gefunden. Da? Achso, nee, das ist sowas. Okay, okay. Zum Aufzug, hier lang. Okay, lass mich das mal umgucken. Vielleicht liegt ja hier noch was Wichtigeres. Okay, was haben wir denn hier so? Haben wir hier was? Hier schläft jemand. Das ist ja widerlich. Da kann man nicht. Oh, da war was. Haha, ich habe was gesehen. Oh, wir haben eine neue Jacke. Ja, immer hetz mich doch nicht hier. Es gibt Leute, die erstmal looten wollen, bevor sie Menschen umbringen. Ja. Oh, kann ich hier. Oh, wie kann ich hier mal drunter gehen? Da. So. Mitnehmen. Was haben wir denn mitgenommen? Keine Ahnung. Stand da nicht. Liegt auch noch was? Waffe ziehen. Oh, wir können direkt Waffe ziehen. Das heißt dann, wir müssen Leute töten. Kann ich auf den schießen? Nein. Annehmen. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Okay, ihr könnt recht. Beruhigt euch mal. Ja, beruhigt stimmt. Euch, alle beide. Beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Wie kann ich denn mit Buck sprechen? Ist das eine Quest? Also, wo wir jetzt hinlaufen? Oh, Leute, erstmal hier, ne? Also, es tut mir leid, aber wir nehmen alles mit, was wir haben können. Auch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob wir die Sachen auch verkaufen können, weil die Sachen sind so alles relativ teuer hier. Was hatte der denn gerade? Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Hey, bist du das? Hallo? Verscheuchen. Gehen Sie weg. Diese versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Lass mich das mal gucken. Bitte? Hätten wir das jetzt gemacht, hätten wir jetzt hier eine Flasche übersehen. Und wer weiß, was uns die Flasche bringt. Ich bräuchte eine Taschenlampe. Ich sehe gar nichts. Ich hoffe mal, dass hier in der Ecke nichts mehr liegt. Ich habe da nichts mehr gesehen. R1. Gedrückt halten. Okay, wie mache ich das denn? Ziel wechseln. Hä? Achso, ja, okay. Warte mal, um zu beginnen, sieh ein Gerät an und scanne es, indem du... Mache ich. Okay. Bereit. Achso, ausführen. Ja, man sollte vielleicht auch die Taste drücken. Es ist so, wenn der Chat dich hören kann, aber wenn du den Chat hörst, dann solltest du zum Arzt gehen. Ja, wenn ich den Chat irgendwann höre... Macht es mir Angst. Und ich will gar nicht wissen, was man mit der Chat von sich gibt. Beute. Drücke um interessante Objekte. Ha, das ist. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das hätte das viel mehr was früher sein können. Alter. Ich muss erstmal looten. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Das auch mitnehmen. Ist da noch was hier vorne? Oh, kann ich nochmal in die dunkle Ecke da gehen? Ha, warte. Das war ich nicht.
Aber da ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Nein. Ich habe schon was gesehen, warum ich nicht will. Nein, ich guck mir erst nicht die Schikane. Oh nein, ich wollte es aufheben. Geschützgemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Kann ich die auch scannen? Leiche. Ich glaube, heute sind relativ viele stille Zuschauer da. Ich wollte Stumme sagen. Ach schon, wie? Aber ist auch in Ordnung. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass einer zuguckt. Bin ich auch ehrlich. Muss man diese Dinger gleich in Ruhe durchlesen. Ich hoffe, man kann die nochmal rausholen. Der hetzt mich. Ja, ich weiß, dass ich wie heiße. Wie? Achtung, Pendejos vor uns. Leise. Leise? Als ob ich leise. Das war leise. Kann ich das neu laden? Wartet. Steht da die Uhrzeit? Wie vor haben wir? Was ist das da? Ich lade das mal kurz. Ich habe nicht gesehen, dass es optimale Ziele gibt. Scheiße. Wartet. Wir müssen den Spielstand davor nehmen. Weg erstmal drauf schießen. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel. Okay, wir können das doch leise machen. Sonst entdecken die uns. Ja, ich weiß. Darf ich erst mein Loot mitnehmen? Ja, nehme ich mit. Okay. Ich werde es auch versuchen, optimal zu machen. War ich nicht! Töten. Unser Kamerad. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Sie kommen. Ja, ich wollte nur gleich rüber. Warte und bleib unbemerkt. Okay, ich warte, wenn wir jetzt warten. Und hallo, Elias. Willkommen. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Leise. Und den da, bei dir, holen wir sie uns. Suerte. Okay. Ich weiß nicht, wen ich jetzt als nehmen soll. Der hat den anderen genommen. Warte mal, ich mach mal ganz kurz die Musik. Also, es ist da. Controller, das interessiert mich nicht. Audio, Sound. Boah, ich muss was leiser machen. Alter Falter, die Musik besonders leise, bitte. Oh, das sollten wir machen. Das habe ich nämlich gesucht. Hier, oh,
das mit der Musik deaktivieren. Schützmusik deaktivieren. Habe ich das jetzt, warte mal, habe ich das jetzt richtig? Ich muss gerade überlegen. Ne, deaktivieren heißt, dass die an sind, ne? Ne, müssen die ja. Ich mache das jetzt mal so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Okay, okay. Mal zurück. Hat der nicht bei sich? Oh, der hat wirklich ausgenockt. Aber da kommen sicher noch mehr. Los, beeil dich. Bin genau hinter dir wie. Okay, er ist genau hinter uns. Aber ich will meine Waffe wieder nehmen. Nimm den markierten Weg. Aber ich muss den doch erst umhauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt töten muss hier oder nicht. Sehen? Hoffe nicht. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. Oh, was ist das denn? Wir nehmen erstmal alles mit und dann gucken wir später, was wir da haben. Auf jeden Fall was übersehen. Ich hoffe, man kann gleich nochmal in Ruhe hier kurz rein. Damit wir in Ruhe alles aufheben können. Ich guck zwar nebenbei, dass ich mal alles schon nehme. Oh, ich hab mich gesehen. Ach so, da lang. Ah, okay, okay, okay. Wir haben immer anders liegen lassen. Ja, ich hoffe, ich kann da gleich noch hin. Die können dich sehen. Ach, was? Ja, wie komme ich denn an dem vorbei, wenn er mich da sieht? Dass wir jetzt noch mal alles mitnehmen können. Ja, wäre fast getroffen worden. Ich habe gerade gedacht, was hat der denn jetzt? Wir haben 100 Pro was übersehen. Ja, liegen einige Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir dann anschauen können. Kann ich das ausmachen? Das kann ich jetzt nicht ausmachen. Schade. Noch was? Da ist nichts.
machst noch eine Sache und dann. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was sie da anstellen. Nicht, dass wir so leise sein können. Ja, ich bin voll gut, oder? Nochmal ein bisschen noch leiser machen. Es tut mir leid, aber das ist irgendwie. Ist das bei euch auch so laut? Warte mal, das machen wir auch mal ein bisschen laut. Dialoge lasse ich extra was lauter. Autoradio, okay, das können wir auch was lauter machen. Und hallo Geralt, willkommen. Willkommen. Ist hier noch was? Ich glaube, nein. Ich sollte nicht darunter fallen, ne? So wie eben. Okay, das können wir noch mitnehmen. Ohne Jacke. Aber ich glaube, wir haben das Level noch nicht dazu. Ich muss andersrum. Ich glaube, jetzt habe ich alles aufgehoben. Benutzen. Achso, ich muss gedrückt halten, um zu benutzen. Okay. Wir vergessen nicht so. Du bist so gut wie tot. Okay. Dann. Spielzeug. Hab gutes Zeug hier. Ich will es gar nicht wissen. Komm, gehen wir da rein. Oh. Verfickte Scheiße. Okay. Scheiße. Körper untersuchen. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Sie ist tot. Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht sie nicht liegt gut in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Mach es ja schon. Beruhig dich mal. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scoplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Ay, pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Stillstand! Wie? Sag mir, was da los ist! Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Fang, Chica! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica! Bring sie nach draußen! Okay, mach mir. Kann ich auch schnell laufen? Nein, kann ich nicht. Scav Ratena und Ab. Haben bestimmt Traumata. Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Im Türbereich anhalten. Sollen wir die hier hin tun? Im Türbereich anhalten. Anhalten? Also, achso, da vorne, sag das doch. Wieso? Warum die Waffen?
Patientin auf den Boden legen. Dahin? Ja. Sag mal, Katzen, was macht ihr bitte da? Wartet mal, Leute. Sag mal. Ich fass es nicht. Jetzt! PT 133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Was war das gerade? Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Oh, komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Mhm. Also, verdrückt halten. Ach, wir können die Leute dann auch wirklich anrufen. Okay. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Sie wird überleben, glaube ich. Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Oh, wir haben Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich glaube, wir sind gleich in unser Apartment. Dann können wir da erstmal in Ruhe alles mal im Inventar uns angucken. Ist hier noch was? Nö. Da ist auch nicht mehr so. Nö. Okay. Fährst du los? Oh, wir müssen mal nichts. Du, das ist gut. Ich esse gerade den Rand der Pizza noch. Ich esse eigentlich nie den Rand von der Pizza. Was bist du da wieder am Essen, Katze? Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jeder andere. Marker? Nur größer. Nein, Chica. Nicht wie jeder andere. Barney Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Oh, man kann auch Sachen. Wollen wir uns was? Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Kein Schuppen? Aber da fährt aber keiner hinter uns. Nicht kein bisschen. Ah! Aus der Butter! Entfass uns, Jackie! Ich kann dich nicht treffen! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Haha! Festhalten, wie! Und dann nochmal? Geht das? Doch, geht wohl. Okay. Mach den nächsten. Hallo! Mach dir die Tür auf. Hab euch Arschlöcher! Na, zieh auf den Fahrer! Und den Fahrer bitte auf. Chicago! Du willst ja noch nicht verfolgen, oder nicht? Du hast Leute zu laut sagen, ne? Ah,
Dein Baby ist arg zerkratzt. Nein. Tut mir leid, Lee. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Na, Auto. Und sagen, jetzt macht mir das Spiel mega Spaß. Ich glaube, wir werden das doch das ein oder andere mal kriegen. Immer so zwischendrin mal. Oh nein. Entschuldigung, wir wollen nach Hause. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Hallo, Kerl. Hallo, Garados-Typ. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Die Nummer hat gezogen, dass wir noch durch können? Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Da wisst ihr was Bescheid, wie ihr das machen müsst, ne? Du musst einfach nur sagen, ich musste mein Mädchen. Du kannst ja richtig nett sein. So was, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Oh, was ist denn da hinten? Das Stern. Okay. Ich will es gar nicht wissen. Okay, ich will es doch wissen. Oh. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Die wurden einfach ins Haufen geschossen. Sondern NexTech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Als Beifahrer kannst du drücken, um die Fahrt zu überspringen. Okay, so sieht das aus, wenn wir überspringen. Hab mir gestern bei Gronkh die erste Folge angesehen. Die Grafik ist halt echt stark. Also die erste Folge oder die Folge 0, wo der den Charakter erstellt hat. Ich habe beide geguckt. Ich habe beide geguckt. Ja. Also ich, nicht nur die Grafik, das Spiel ist auch... Also bis jetzt muss ich sagen, wir konnten zwar noch nicht so viel rumlaufen, aber bis jetzt finde ich das Spiel gar nicht so schlecht. Von mir. Okay, ich finde es einfach super bis jetzt. Beide. Okay. Oh, erstmal gucken. Nein, können wir hier irgendwas mitnehmen? Wir haben ein Level. Oh, wir sind Level 2. Das machen wir gleich oben im Apartment. Ich habe aber den Nomaden genommen. Ja. Was? Nein. Aber bei der Folge 0 siehst du ja nicht viel. Ja, das stimmt. Aber Charaktererstellung. Hallo? Charakter, Alter. Das ist das Wichtigste. Ich habe mir einen ganz normalen Charakter gemacht. So, hier ist nichts mehr. Okay. Was? Kann man da was machen? Wahrscheinlich kann man da... Oh, wir können... Okay. Ich weiß... Wie kann ich das betätigen? Nee. Okay, vielleicht können wir da bestimmt später dran spielen. Das wird lustig. Ich bin auch einmal gestorben schon. Aus Versehen. Ich bin die Leiter runtergefallen. Das war sehr witzig.
Muss ich was drücken? Fährt er alleine? Geh nach Hause. Ja, ich versuche nach Hause. Achso. Apartment. Oh, wir werden angegriffen. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Der Auftrag, den T-Bug dir gegeben hat, ist ein... Alter, wer kann denn so schnell lesen? Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung. Kann ich das echt so nachlesen? Bestimmt, oder? Nachrichten? Da vielleicht? Nein. Da? Nein. Die Karte? Nein. Blätter? Kann ich das denn nachlesen, was die jetzt da gerade wollte? Wahrscheinlich hier. Ah, okay, das ist eine Nebenquest. Okay, wir haben schon zwei Nebenquests. Geregelt ist. Ich schaffe den Ping. Aha, okay. Ich weiß es nicht, okay. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Sigi. Danke für die Einladung. Also, hallo. Ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte im Ups, es tut mir leid. Ich habe aus Versehen eine Handgranate geworfen. Ah, okay. Oh. Ich habe mir was zu essen gekauft. Okay, das sollte ich vielleicht lassen. Ich will nicht an diesen Automaten mein Geld verlieren. Es tut mir leid, ich wollte das nicht extra mit der Handgranate. Ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Kann ich da durch? Die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Da müssen wir rein, das ist unser Apartment. Das ist eine sehr schöne Gegend, wo wir wohnen. Da will jeder wohnen. Lass mal gucken, ob wir hier einen Schlupf finden, ne? Oh, da ist auch noch Loot. Eins. Mitnehmen. Das werde ich nicht nochmal betätigen. Hier lag was. Was war das? Achso, das sind Feuerlöcher? Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Dann laufen wir zurück. Und dann gucken wir uns mal unsere Sachen an und Fähigkeitenpunkte müssen wir vergeben. Haha, wir sind in unser Apartment. Okay, wir haben einen Blick in dein Waffenlager. Okay, nee, wir machen als erstes. Gucken wir mal in unser Inventar, weil wir haben nämlich neue Kleidung. Die sind besser, ne? Ja. Kann ich irgendwie was als Schrott markieren? Zerlegen. Ich weiß nicht, ob wir die zerlegen oder verkaufen sollen. Und hallo Christoph, willkommen. Was passiert, wenn wir zerlegen? Achso, dann kriege ich Komponenten. Okay, ich weiß halt nicht, ob wir dann auch das verkaufen können. Das müssen wir rausfinden. Eine Hose habe ich nicht. Aber ein anderes Oberteil, das ich auch anziehen kann. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Aber wir können das andere... Ah, nee, wir können das auch anziehen. Alter, wie sieht das denn aus? Ich will keine Mütze anziehen. Oh Gott, nein. Kann ich das wieder ablegen? Das ziehe ich nicht an. Nein, eindeutig nicht, nein. Okay, wir haben auch Waffen gefunden. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Was ist das? Oh, die nehme ich. Einfach weil das eine Schrotflinte ist. Haben wir eine bessere Handwaffe? Ne, die sehen alle nach unten. Okay. Aber wir können auch eine dritte auswählen. Dann nehmen wir. Ich weiß nicht. Das Sturmgewehr, oder? Können wir nehmen das Sturmgewehr noch? Okay, Werte. Fragt mich nicht hier. Das ist irgendwelche Werte. Keine Ahnung.
Rucksack. Okay, das sind Komponenten. Man kann die Waffen auch aufrüsten. Aber es gibt wahrscheinlich nicht hier. Und man kann Sachen herstellen. Aber dafür haben wir noch zu wenig Sachen, wie man sieht unten. Oh, das könnten wir herstellen. Das ist ein Max-Dock. Ich weiß nicht, was das ist. Stellt sofort 40% deiner Gesundheit wieder her. Aber es ist wahrscheinlich einmalig sowas, ne? Okay. Blockiert. Okay, das andere ist alles noch blockiert. Okay. Aber wir können unsere eigenen Waffen und auch Kleidung herstellen, wie das aussieht. Upgrades. Oh, okay. Okay. Aber wir haben halt nichts. Aber wir können auch unsere Klamotten upgraden. Okay. Aber das kostet auch alles Geld. Okay. Oh, das ist auch neu. Aber das geht runter. Das geht runter. So, wir haben aber auch noch Fähigkeiten. Was machen wir denn? Boah, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ne? Ich habe irgendwie Angst, irgendwie was Falsches anzuklicken. Dass wir irgendwie voll verkacken. Deine Technikfähigkeiten bestimmt deine Technik können. Sie erlauben dir Türen. Okay, das ist eigentlich wieder gut. Sowas wie Türen zu öffnen und sowas. Und ich glaube zum Hacken. Und die Katze. Katze! Mein Gott! Was ist denn heute mit euch los? Also Türen und sowas zu hacken. Das ist für Waffen. Intelligenz. Oh Gott, alles ist eigentlich wichtig. Okay, ich guck erstmal. Halt, beim Zerlegen. Okay, das ist gut. Wenn wir was zerlegen, kriegen wir mehr Komponenten. Das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob man alles machen kann, ne? Ich will immer alles machen. Aber das ist wirklich gut. Weil wir ja Sachen brauchen. Oh Gott, was ist das denn für ein Baum? Du kannst von Drohnen und deine Waffenmods bei... Okay. Aber ich habe noch so einen Punkt. Halten, um zu kaufen. Aber wahrscheinlich, um den Punkt dahin zuzufügen, oder? Ich würde das, glaube ich, erstmal hier machen. Dann kriegen wir nämlich... Nee, nicht da. Gesundheit, Ausdauer dazu. Schaden mit Nahkampf. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Erstmal. Ich hätte gerne eine. Das mit Schleichen, glaube ich. Ja. Speicherkapazität wird um halt... Ah, okay. Ich glaube, da können wir auch mehr Sachen tragen. Dann machen wir das. Okay. Oh Gott, Leute, das wird noch toll. Ich will alles machen. Alles. Ich hoffe, man kann alles leveln. Okay. Oh, wir haben 22 Uhr im Spiel. Karte. Was ist das hier? Geh ins Bett. Ah, okay, das ist unser Ziel gerade. Waffengeschäft. Oh, da will ich gleich mal hin. Nahkampf. Okay, da will ich was hin, weil ich will eine Nahkampfwaffe haben. Ich werde mich sowas von verlaufen. Haben wir hier irgendwo noch was rumliegen? Wir gehen noch nicht ins Bett, weil wir sollen erst in die Waffenkammer, stand da. Zum optimalen Ziel. Oh, da liegt was am Tisch. Haha. Nehmen. Nehmen. Oh, wir können es auch hinsetzen. Wir gehen erstmal in die Waffenkammer. Vielleicht kriegen wir ja da was. Dein Lager ist ein sicheres System, um Aufrüstung aufzubauen. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Solltest du... Ja. Lager öffnen. Ah, okay. Das ist unsere alte Kleidung, die im Lager ist. Sollen wir die denn zerstören? Nee, ne? Okay.
Sieht man denn, welche wir ausgerüstet haben? Ja. Okay, ich tue die erstmal ins Lager, die Sachen, die wir nicht brauchen. Weil ich habe Angst, dass ich die doch verkaufen kann. Und wenn ich die zerstöre, dann vielleicht einen Fehler mache. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ah, okay, das sind so Heil-Items. Okay. Okay. Das nehme ich mal mit. Das sind Granaten, die ich aus Versehen eben gemacht habe. Was ist das hier? Lager entdeckte Gegner. Ah, okay, damit kann man Gegner markieren. Okay, das wiegt nichts. Wir haben nämlich auch, wie scheint, ein Tragelimit. Finde ich nicht in Ordnung. Aber es scheint nur Waffen, Rüstungen was zu wiegen. Und ein paar andere Sachen. Aber nicht alles. Okay. Gehen wir ins Bett. Okay, wir gehen ins Bett. Das ist eigentlich ein cooles Bett, finde ich. Ich glaube, bis dahin habe ich auch geguckt. Glaube ich. Schönheitsschlaf gekriegt. Egal. Steh auf. Egal. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Okay. Kann ich dann duschen? Komm, wir gehen erstmal duschen, ja? Wenn, dann gehen wir erstmal uns sauber machen. Ruhig ausmachen, das war eine schnelle Dusche. Können wir auf Toilette gehen? Geht das? Spülen. Nein, wir können aber spülen, okay. Toilette können wir nicht gehen, aber... Okay, frag nicht. Boah, wir haben voll die Augenringe. Lächeln. Die lächelt? Okay. Haben wir hier noch was zu machen können? Okay, komm, gehen wir raus. Oh, nochmal ein Telefonat. Hey, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Was ist das? Verkaufen? Seht ihr, wir können doch Sachen verkaufen. Brauche ich hier was von nicht? Aber das wiegt auch nichts. Verringert die Bewegung. Okay, machen wir das mal weg. Das brauche ich auch nicht. Haben wir nicht. Verleiht ihr den Zustand. Ich weiß nicht, was der Zustand uns bringt. Das wiegt auch fast alles nichts, deswegen können wir es eigentlich auch fast alles behalten. Okay. Komponenten verkaufen wir bestimmt nicht. Okay. Achso, ich drücke die falsche Taste. Möchtest du für... Ja, okay. Hä, das habe ich doch gar nicht verkauft, das andere Zeug. Verstehe ich jetzt nicht. Hat der jetzt unsere anderen Sachen verkauft? Nee, ne? Nein, sag nicht, ich habe jetzt die Komponenten verkauft. Wenn ihr muss das Spiel neu laden. Die habe ich aus Versehen die Komponenten verkauft, ne? Wie doof bin ich denn? Warte mal. Hä? Warte mal, ich mach mal kurz nochmal den Spielstand. War das der hier? Wo haben wir? Ja, vorher, komm. Das war vor ein paar Minuten.
Ich habe ja auch versehen die Komponenten verkauft. Das ist nicht gut. Kennst du, bei neuen Spielen weiß man immer noch nicht so genau, was man macht. Und dann macht man einen Fehler oder sowas. Schönheitsschlaf gekriegt. Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte. Ich will die Stadt angucken. Okay. Ich guck mir das jetzt nochmal kurz an. Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Ohne was zu verkaufen. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Ich habe ja eigentlich nur das rüber getan, ne? Kaufen. Okay, ich glaube, wenn ich schon rüber tue, habe ich das schon verkauft, oder? Aber ich achte jetzt auf mein Geld. Warte mal, was habe ich noch, was wiegt, was ich jetzt nicht brauche? Okay, ich hatte eben irgendwie, ich glaube, ich habe das heißt alles verkaufen da unten. Okay. Ich weiß, was ich wieder gemacht habe. War dumm von mir. Oh, das ist Polizei. Es tut mir leid, das war versehen. Es tut mir leid, das war nicht extra. Nein, ich habe die fette Taste gedrückt und dann ist dann halt Dings gekommen. Oh, ich werde sterben. Ich hoffe, wir verlieren kein Geld, wenn wir sterben. Nein, das war so dumm von mir. Wie dumm bin ich denn? Also wenn nicht schon, dann kann ich uns auch die Granate werfen, ne? Ah, der ist vorbei. Bewegung, Bewegung. Ich weiß nicht, wie man Highlighten kann, aber ich will das jetzt auch nicht machen, weil ich so gut abkratze. Ja. Das war super von mir. Ich habe aus Versehen so eine Granate nochmal geworfen auf Polizisten. Wie geil. Ja. Trottel, Mac. Ups. Oh, ne, nicht schon wieder. Okay. Wir machen aber jetzt richtig, ne? Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Ein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Pass auf. Lass mal die halbe Belegschaft hier umbringen. Wir können auch nach oben, habe ich gerade gesehen. Ich habe jetzt Angst, die falsche Taste zu drücken. Ah, okay. R, L1 ist das.
Wir gehen erstmal nach oben. Wir werden eigentlich ja nochmal angerufen von anderen. Habe ich wahrscheinlich kaputt gemacht, die Quest. Ah, das da, was da oben angezeigt wird, das sind so welche Sachen, glaube ich. Das sind nicht die Automaten, oder? Ich weiß es nicht gerade. Was zum Teufel? Okay. Ja, sind doch die Automaten. Okay, sind die Sachen, wo man verkaufen kann. Okay. Haben wir hier noch was Cooles? Kann auch rennen. Oh, können wir da rein? Nein, können wir nicht. Komm schon, du Scheißteil! Ist aber cool, dass wir überall Loot finden. Nein, ich will das noch haben neben dir. Sei mir nicht böse, aber du bist im Weg. Ich will das haben. Mann, ich komm nicht dran. Ich komm da nicht dran, Leute. Ich komm da einfach nicht dran. Oh, da ist auch noch was Schönes. Ich finde es gut, dass wir so viele Sachen finden. Weil die können wir schön wieder verkaufen. Oder wer weiß, was da ist. Irgendwas gelesen. Hier können wir wohl boxen. Das will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich will mich nicht ganz blamieren. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh. Man weiß doch, in so Ecken ist immer was. Ist das ein Kopftuch? Ja. Okay. Hallo. Ich habe die Frau nicht beklaut. Sowas von nicht. Okay, da müssen wir raus. Aber da vorne war doch irgendwie ein Waffenladen, das angezeigt worden ist. Ja, neben mir direkt. Da hier Waffe. Ach so, das ist auch mein Ziel, wie es aussieht. Hallo. Nö, da ist nichts. Und da hinten ist noch irgendwas? Achso, die Feder ist. Upsen. Frag mich nicht. Wir gucken erstmal. Wir gucken uns erstmal um. Wir erstmal alles aufheben. Ich wünschte, ich hätte das auch im Schlafzimmer installiert und hätte jetzt gleich noch im Bett spielen können. Aber nein, wieso denn auch, ne? Aber ich hab eigentlich auch gedacht, dass das jetzt auch die PlayStation 5 Dings verfügbar ist, aber ist ja erst noch nicht. Erst nächstes Jahr. Ist jetzt nicht schlimm, aber schon cool. Wie bei Assassin's Creed ist das so. Du kannst den Spielstand weitermachen, aber du hast so gesehen zweimal Trophäen-Leitfaden. Und bei mir fehlen mir da ein paar Trophäen, obwohl ich ja schon gemacht habe, weil ich da angefangen habe und da weitergemacht habe. Da ist ein Stern. Was ist denn dieser Stern? Da leuchtet vielleicht Polizei oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Komm, wir gehen doch mal dahin, wo wir boxen müssen. Hallo. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Ah, das ist ein Händler. Ah, ist das jetzt dieser Händler, der auch so, ja, was ist das? Lange Klinge. Mhm, das sieht teuer. Ich hätte gerne ein Katana-Messer. Okay, das ist auch gar nicht so teuer. Hm.
Das ist sogar stärker, das untere. Oder? Nee. Wo ist denn der Schaden? Schaden ist gleich. Pro Angriff ist das, Okay. Ich überlege, ob ich das kaufen soll. Schaden um 7, okay. Das sind, glaube ich, so Dinger, die man dann einbaut. Genau das ist es. Das ist halt sehr praktisch. Es ist halt ein bisschen blöd, dass Basti noch keine PlayStation 5 hat. Das wäre perfekt. Aber das ist halt sehr praktisch, weißt du? Weil wenn Basti auch von zu Hause aus arbeitet, ne? Ich gucke halt auch sehr gerne, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas spiele, wo keine Story ist oder halt wo ich nur lesen muss oder sowas, ne? Oder halt Arc oder sowas, ne? Gucke ich auch gerne Serie dabei oder sowas. Und es geht halt nicht, wenn Basti da ist. Ne? Ja, das geht im Schlafzimmer dann. Ja. Okay. Erhöht den Schaden. Erhöht. Okay, ich nehme, glaube ich, das hier mit. Ich weiß halt nicht, ob wir die auch finden. Und ich hätte gerne das. Was nehmen wir denn? Das oder das? Es macht. Komm, wir nehmen das Katana. Ich hoffe, ich kann das schon benutzen. Katana. Aber dann würde ich gerne die Schrotflinte statt das Sturmgewehr nehmen. Kann ich denn die Mods selber reinmachen oder geht das nicht? Upgrades. Upgraden. Ich weiß nicht, wo man das macht. Ist auch cool. Nee, da wollte ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wartet. So. Drauf gehe, kann ich dann irgends. Ah, okay, ich sehe es da. Ah. Was ist. Mündung? Hä? Also, ja, was? Nein, ich will das da haben. Und dann machen wir das da drauf. Okay. Aber wo kann ich denn das andere hin tun? Die Mo. Das ist nicht. Ist das nicht für jede Waffe? Bin mir nicht ganz sicher, wo ich das machen muss. Das wird noch witzig. Okay. Das habe ich aber jetzt gekauft, oder? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ist egal. Ich habe jetzt ein Katana. Wie kann ich ihn eigentlich? Doch, habe ich. Ach, halt, das andere. Nahkampf. Okay, Waffen laden. Wie kann ich denn meine Waffen wechseln? Nein! Entschärfen. Ich hätte fast wieder. Ich hätte fast wieder. Ja. Wie kann ich denn die Waffen wechseln? Das wollte ich nicht. Muss ich? Steht das da irgendwo? Ich hätte das nämlich gerne. Ich hätte vielleicht doch das Tutorial spielen sollen, oder? Ich weiß auch nicht, wie ich die wegstecken kann. Egal. Achso, ich wollte noch hier das Ding hier, ne? Okay, geht doch nicht. Hallo, ich habe eine Waffe. Lass mal sehen. Oh, der hat auch Waffen. Oh, der hat auch viele Waffen. Hm.
Es gibt auch Dinger, dass die Schaden machen, aber die nicht umbringen. Das ist okay. Ich will jetzt eigentlich nichts mehr kaufen, weil wir nicht mehr so viel Geld haben. Was? Der hat ein besseres gehabt? Nein! Ach, fick dich doch, Spiel. Ich lade nicht nochmal neu. Okay. Muss ich was kaufen? Ich will mir eine Waffe abholen. Lass mal sehen. Heißt abholen, der hat was umsonst. Aber es steht doch Geld überall. Hä? Deine Süße wartet auf ihre Mami. Schnur jetzt wie ein Kätzchen. Hallo? Jemand zu Hause? Ja, aber ich will nichts dafür zahlen. Sehen. Hä? Bin ich doof oder so? Bin gerade, glaube ich, doof. Ist das die da? Der Revolver? Ich habe Angst, da raufzuklicken. 45er, okay. Lass mal sehen. Ist das eine 45er? Wo steht das denn? Ich weiß es nicht. Sonst muss ich das wirklich nochmal neu laden. Weil ich kann den halt nur das anklicken. Steht irgendwas in der... wo haben wir das denn? Achso, okay, wir müssen uns einfach eine Waffe kaufen. Okay. Lass mal sehen. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich mir das Katana nicht gekauft. Scheiße. Wieso bin ich immer so voreilig? Okay, ich hätte aber, glaube ich, auch die hier genommen. Weil so eine haben wir. Zwar ist die hier besser, aber wir können unsere aufpimpen. Und... ja. Können wir die. Deine Waffe ab. Scheiße, das war doch falsch. Hä? Lass mal sehen. Lass mal sehen. Okay, das war doch falsch, Leute. Ach, wahrscheinlich die da, oder? Nein, das war die! Okay, wartet. Vielen Dank. Das will ich jetzt nochmal neu laden. Nein, neu laden, weil ich habe nämlich keine Lust. Wofür haben wir? Ja. Mein ganzes Geld weg zu haben. Weil ich zu doof bin, um das Zeichen zu erkennen. Okay. Hallo. Lass mal sehen. Das war eine Pistole. Egal. Okay. Vielen Dank.
Man kann das aufrüsten. Die stärker als unsere auf jeden Fall. Dann nehmen wir die doch mal. Muss ich hier das Upgrade dann wieder abmachen? Geht das? Ablegen. Kann ich das bei der drauf machen? Nee, geht wohl irgendwie nicht. Ach doch, geht wohl. Aber ich weiß nicht, wie man diese Mods macht. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht war ich da auch wieder zu voreilig und habe mir zu schnell was gekauft. Das kann gut sein. Was ist das hier? Okay. Herstellen. Das war eben noch nicht da. Ach doch, war wohl da. Ich habe gelogen. Mhm. Ah, wir können die auch direkt verbessern. Sollen wir das machen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Kommt. Dein Level ist zu niedrig, um dieses Item abzudaten. Ist doch nicht schlimm, okay. Katana können wir nicht. Haben wir keine Komponenten. Oh Gott, das wird witzig. Okay. Oh. Ich weiß nicht, wie ich die Waffe wegstecke. Es tut mir leid. Wo tue ich hier denn weg, die Waffe? Ah, okay. Ich weiß jetzt, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Dreieck halten. Nein, du sollst eigentlich gar keine Waffe nehmen. Wahrscheinlich die Fäuste auswählen, oder? Ich weiß es nicht. Komm, das sieht irgendwie doof aus. Achso, wir sollten gleich anziehen. Hey, wie? Hier ist Bridgina Jones. Wenn du Arbeit in Wurzeln suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Wir haben eine Nachricht. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. Sagen. Erstmal wieder sammeln. Wahrscheinlich kann man hier überall was kaufen. Reden wir jetzt mal über gestern. So. Entschuldigung. War extra. So. Ich heb alles auf. Ich bereue es, dass ich gesagt habe, dass wir morgen Pokémon machen. Aber das Teil für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Bemitteln informieren dich über Aufträge in der Nähe. Aufträge, okay. Okay. Ich will mich nicht mit ihm treffen. Es scheint zwar nett zu sein, aber ich will eigentlich. Ich weiß nicht. Nur einfach andere Quests machen. Wo kann ich die denn auswählen? Ich kenne mich mit dem Menü hier noch nicht aus. Das ist herstellen. Okay. Hoch. Sehr hoch. Das sollten wir, glaube ich, dann nicht machen. Mission verfolgen. Schaffe dir. Warte bis. Okay, das können wir sowieso nicht machen. Okay, wir können auch nur die Hauptquest gerade machen. Mehr, das geht auch gar nicht anders. Okay, dann tun wir auch die wieder ausrüsten. Haben wir die ausgerüstet? Ja. Okay.
Okay, komm. Wir reden mit ihm. Hallo. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln? Yep. Synth Roast Beef? Yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chip. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angelnden Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße, genau so ist es wie. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Okay, damit kommt unser Fahrzeug. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Jo. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Okay, Leute, ich würde auch sagen, wir beenden hier den Stream für heute. Ich mache auch Pause, bevor der wegläuft mir. Ich werde jetzt noch was weiterspielen, natürlich. Morgen kommt Pokémon, weil ich das versprochen habe, dass wir wieder Cyberpunk machen. Ich denke mal, wir werden aber so zwischendrin immer mal Cyberpunk machen, aber ich werde trotzdem weiterspielen. Mal gucken. Auf jeden Fall danke schön, dass ihr dabei wart. Euch noch allen einen schönen Abend und dann bis morgen. Ich denke mal so um 4 oder so, denke ich mal. Tschüss.